Hallo und hiermit grüße ich euch meine Lieblingsschüler. Beim Eintragen vom Code CRENCHXROYAL in eurem Itemshop erhöht sich euer Glück für die nächsten drei Klassenarbeiten und Tests um 80% und das ist wissenschaftlich bewiesen. Danke ihr Süßen, ich glaub an euch Couscous. Ranch Royal, Leute, und heute werdet ihr mich mal das erste Mal Stretch spielen sehen. Davor habe ich immer nativ gespielt, also 1920x1080 und jetzt habe ich es auf 1440x1080 umgestellt. Ich habe schon von vielen gehört, es soll alles noch ein bisschen smoother und besser aussehen lassen. Sowohl soll es auch besser vom Aim und Bauen her laufen. Viele haben mir auch in die Kommentare geschrieben, ich soll es mal ausprobieren und es ist echt eine Hammerrunde dabei rausgekommen. Ich beschreibe euch auch nebenbei, was ich von der Umstellung halte und ich würde mich auch riesig freuen, wenn wir hier für 10.000 Likes schaffen würden. Und falls ihr nur auf dem Kanal seid, würde ich mich auch freuen, wenn ihr hier ein kostenloses Abo dalässt. Ihr werdet es auf keinen Fall bereuen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem gestretchten Gameplay. Peace. So, mein erstes Mal stretched heute und das Einzige, was ich jetzt hier vor dieser Runde getan habe, war, ich war kurz im Kreativmodus und habe ein bisschen das ganze Ding getestet und mir kam es echt erstmal richtig krass von der Empfindlichkeit her vor. Deswegen habe ich die bei mir ein bisschen runter gemacht und jetzt ist das Ganze schon besser. Ich habe dann auch noch ein bisschen gebaut und mich einfach so ein bisschen eingespielt quasi im Kreativmodus und jetzt schaue ich aber mal echt in Public, was so geht. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall, wie das mir gefallen wird. Und ihr könnt mir auf jeden Fall mal... Oh, was für geile Shots ich hier gerade rausgehauen habe. Also ich habe auch gehört, das soll das Aim echt nochmal ein bisschen verbessern. Und generell fühlt sich halt alles so ein bisschen schneller an gerade. Und was mich jetzt mal interessieren würde, Leute, was sagt ihr zu diesem Stretch? Sagt ihr, das sieht viel zu verzerrt aus oder sagt ihr, das geht klar? Weil eigentlich fühlt sich für mich jetzt ganz gut an bis dazu. Und ich würde es auch auf jeden Fall weiterspielen. Nur ihr müsst mir halt sagen, ob es von eurer Seite aus klar geht, dass es weiter zocke so. Oder vielleicht sagt ihr auch, ja, das ist mega hässlich und so, zockt es nicht mehr. Könnte ja auch sein. Also vergesst auf jeden Fall nicht, mir das in die Kommentare reinzuschreiben. So, jetzt ist nur die Frage, wo ist der Typ? Was macht der? Hä? Was macht er denn? Läuft der im Kreis da oben? Ja, safe. Safe. Hallo? Bist du noch am Start, Digga? Jetzt auf jeden Fall nicht mehr, Mann. Also, was macht der denn? Ich denke echt, ich bin im falschen Film. Der läuft hier oben die ganze Zeit irgendwie gefühlt im Kreis. Und dann sehe ich den einfach nur auf der Stelle laufen, wie Michael Jackson hier am Moonwalk machen. Haben wir auch mal wieder was Neues gesehen. So, dann geht's hier weiter in Pleasant Park. Da hinten ist auf jeden Fall auch noch einer am Start. Baut schon relativ stark, aber hat jetzt den Headshot hier bekommen. Ich habe echt meine Empfindlichkeit umgestellt von der Maus. Und eigentlich bin ich echt so ein Typ, der kann sich gar nicht oder hat gar keinen Bock auf so neue Sachen irgendwie, sich irgendwo dran neu zu gewöhnen. Aber das ging eigentlich jetzt relativ schnell, bis ich mich daran jetzt gewöhnt habe. So, oh, hier oben. Oh, schön. Leute, schreibt mir auf jeden Fall echtes rein mit dem Stretch. Soll ich das weiter zocken? Da versuchen echt nochmal auf ein anderes Fortnite-Level zu kommen. Schreib's mir rein. Nein. Nein. Der hat mich vergiftet, Leute. Der hat mich einfach vergiftet. Oh, sehr gut. Okay, dass ich den noch bekommen habe, das freut mich gerade echt richtig. Der war nicht schlecht. Ich habe sogar vor lauter Hektik hier meine Platte editiert. Okay, wir müssen uns erstmal ein bisschen erholen von diesem Schock hier gerade. Der hätte uns fast jetzt schon bekommen. Aber so fühlt sich es eigentlich echt, ja, wie gesagt, ganz gut an jetzt. So, Ersteindruck ist ganz smooth. Hier haben wir direkt den nächsten. So, erstmal die Pumpe drauf und dann versuche ich ihn hier so ein bisschen umzupushen. Oh, haben gut connected, kann man nichts sagen. Waren am Start die Pumpe und hinter mir ist noch ein Sniper. Versuchen den auch noch ein Garaus zu machen, bevor der uns hier noch wegsniped, ey. Was geht bei dem ab, ey? Der sniped ja ununterbrochen hier auf uns. Hier, 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 hier. Okay, stark. Wenn ich die Treppen jetzt auch noch gedreht bekomme,
Könnte es echt was werden. Oh, wir haben ihn, okay. Aber er hat uns schon auch noch den Treffer gegeben. Das muss man ihm lassen an der Seilbahn. Hat er gut gemacht. Trinkt mal erstmal den Jack-Jack-Kit rein. Und hier kommt ein Drop runter. Den können wir uns auf jeden Fall auch gönnen. Oh, die beste Waffe im Spiel kommt natürlich direkt mal raus. So eine krasse wollte ich jetzt eigentlich auch nicht, aber immerhin haben wir den Rift gezogen. Hier ist noch einer. Da baut er sich gerade hoch. Jetzt habe ich ihn am Haken. Yes. Sehr gut. Der Treffer hat gesessen, aber er hat halt, ja, auch so ein schwaches Equip. Da ist nochmal einer. Aha, holt das Jumppad hier raus. Wir verfolgen ihn direkt mal. Er baut. Versuchen mal ein bisschen die Cones rauszuhauen. Und hier auf Highground zu gehen. Oh yeah, Alter, das läuft, Leute, das läuft. Hat der jetzt hier wenigstens was Gescheites gehabt? Wenigstens haben wir hier echt mal ein MP-Upgrade und diese schwere Sniper. Immerhin haben wir jetzt hier ein bisschen bessere Sachen. Hier hat sich auch gerade jemand eingebaut. Der kommt uns wie gerufen. Ich hoffe wirklich, er hat mal eine geile Pumpgun. Darauf habe ich echt mega Bock. Ja, er sitzt erstmal fallen. Elegant. Jetzt versuchen wir es gleich von der anderen Seite. Ghost Hit for the win, Leute, ihr wisst Bescheid. Erstmal ein Highground sichern. Ah, der ist direkt da. Was geht ab? Nein, nicht mit Falle. Wir machen ohne Falle. Komm, jetzt ein Hit noch. Komm jetzt, Junge. Yes, haben wir auch. Der Schuss musste halt echt sitzen, Mann. Komm, und er hat eine Pumpgun, genau wie ich es gesagt habe. Jawohl, Leute, komm. Let's go. Stretched for the win, würde ich sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Vielleicht, keine Ahnung, könnt ihr auch irgendwelche Änderungen am Gameplay feststellen damit. Und ich will wirklich wieder auf ein anderes Level hier in Fortnite kommen. Schreibt mir das auf jeden Fall jetzt mal in die Kommentare, Leute. Ob ich mehr mit Stretched arbeiten soll oder nicht. Würde mich echt sehr interessieren. Da müsste ich noch viel weiter hochziehen. Der hat getroffen, Alter. Oh, der war krank. Ja, ganz ehrlich, ich baue jetzt ganz hoch und versuche damit einen Jumppad, weil mit dem Jumppad kann ich meinen Gleiter noch ziehen. Versuche ich ihn dann zu holen. Er hat echt nicht mehr viel Leben. Ey, der Schuss, der war so heftig, Mann. Krass, dass der erwischt hat, aber war halt kein Headshot. Yes! Jetzt bin ich drin, Leute. Jetzt bin ich drin, Mann. Komm, wer ist hier noch am Start? Wer will jetzt hier noch gegen mich spielen? Let's go. Let's go, Leute. Bauen das hier kurz. Zack. Sniper nachladen. Vielleicht können wir noch einen Snipe-Kill holen. Da unten ist direkt der nächste. Oh, war da hier weg? Hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht. Weil dadurch bricht mein System zusammen. Und ich falle erstmal ein bisschen runter. Die sind beide jetzt hier unten eigentlich. Schade. Jetzt wird er mich hier runterballern mit der Rakete. Ah, ich muss los. Ich muss jetzt echt los und ich muss ihn versuchen. Oh, als wenn der mich erwischt hat. Alter. Ein Schuss. Wir müssen hoch. Komm mit der Cone, ey. Ich wollte den Cone. Ich habe nichts mehr zu bauen. Nein, als wenn. Als wenn. Oh, wir haben ihn. Boah. Ich habe mich echt schon tot gesehen in meinen Augen, weil ich einfach nichts mehr hatte. Goldene Pump noch mit. So, Leute, der letzte Gegner. Wo ist der letzte Gegner?
Ich esse hier meine Pilze noch. Da ist er, guck mal. Oh, er weiß schon, wie man baut. Ah, Leute, der sieht mir echt nach einem Spieler aus, der noch nicht so viel Spielerfahrung hat. Ich glaube, der hat sich auch bis eben versteckt. Was machen wir mit dem? Ich schieß mal eine Rakete. Okay, stark. Vielleicht mal mit der MP. Oh, jetzt, Leute. Ja! Leute, 10.000 Likes, komm. 10.000 Likes für den Stretched Win mit der Spitzhacke. Richtig schön. Einfach totgehauen. So muss es sein, einfach umgeklatscht. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, falls ihr noch mehr Videos von mir sehen wollt. Über das Eintragen von meinem Supporter-Creator-Code würde ich mich auch sehr freuen. Ihr würdet mich damit sehr, sehr krass unterstützen. Und es dauert euch echt nur 20 Sekunden, Leute. Komm, macht heute mal eine gute Tat. Tragt da CrenchX-Royal da ein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich finde auf jeden Fall Stretched ist sehr, sehr geil. Das ist mein Schlussfazit zu diesem Video. Probiert es einfach auch mal aus. Am Anfang müsst ihr euch ein bisschen warm spielen damit, die Empfindlichkeit umstellen und so weiter. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ich bin damit raus. Euer CrenchX Royal.